Hi. Na? Ich war beim Friseur. Ich bin jetzt extremst blond. Also nicht blond, 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 sondern mit blonden Strähnchen noch mehr. Und schaut mal. Was? Ich bin zu sehen. Ja, aber ich wollte meinen Hinterkopf zeigen. Ja, komm, ich mach das. Ah, ja. Achso. Weil, seht ihr das? Das ist jetzt kurz geworden hier. Erinnert ihr euch noch an meine Haare früher? Wumm. Ja, und jetzt? So. Ja. Hinterlasst keine Kommentare, weil die, die Kommentare schreiben, sind meist unfreundlich. Kein nicht drauf. Du Außer ihr musst. wollt was Nettes sagen. Aber die wenigsten Leute bei YouTube sagen nette Sachen. Ich kriege immer nur sowas wie, halt die Fresse, Alter. Oder ey, du hast keine Ahnung. Ich grüße immer nette. Echt? Ich kriege immer nur unfreundliche Kommentare. Naja, manchmal. Ich habe eins, wo ich einen Fehlkauf gemacht habe. Das war so eins meiner ersten, habe ich immer gesagt. Weißt du, was ich überlegt habe? Und alle geilen sich daran auf, weil ich so viel immer sag. Oder M. Nee, bei mir sind es immer, weil ich habe was über den Grand Prix gemacht und alle Leute, die nicht meiner Meinung waren, haben gesagt, ich habe keine Ahnung. Das ist ein Armutszeugnis an diese Leute, weil Geschmäcker sind verschieden, Schätzchens. Als ich das erste, genau, irgendwann war ich auch beim Friseur. Da hat man mir den Kommentar dagelassen, dass man mir die Haare geschnitten hat wie eine alte Frau. Fand ich auch sympathisch. Ja, das war, als ich die das erste Mal hab glätten lassen, dann beim Friseur. Da sah ich scheiße aus. Das bestreite ich gar nicht. Aber trotzdem, das war unfreundlich. Stimmt, und der hat doch das so komisch geglättet, Ja, ne? die hat das mit einer Rundbürste einfach geföhnt. Ja, und Ja. dann hatte ich so einen Helm. So Genau. König Artus-mäßig. War scheiße. Das bestreite ich gar nicht. Aber immer diese unfreundlichen Kommentare, weiß ich nicht, ob das sein muss. Wisst ihr, weil hinter uns, die wir die Videos machen, das nicht nur bei uns jetzt, sondern bei allen Leuten, die auf YouTube Videos machen, das sind ja richtige Menschen dahinter. Wisst ihr? Und das trifft die auch. Die haben sich dabei was gedacht. Du lachst jetzt. Aber die haben sich dabei was gedacht, die haben sich Mühe gegeben, zum Teil auch weniger Mühe, aber trotzdem ist das ja irgendwas, was die gemacht haben. Oder, und das muss dann honoriert werden. Und wenn ihr nichts Nettes sagen könnt, dann sagt lieber nichts. Und so ähnlich auch, wenn jemand scheiße aussieht, ja, die meisten können da nichts für, dass sie scheiße aussehen. Entweder war der Friseur unfähig, oder ihre Mama hat die Kleidung ausgesucht. Kommentaren jetzt sein. Hat dir deine Mama das ausgesucht oder was? Ja, das ist voll schön, was ich heute anhabe. Ich gefallen mir heute total gut. Das verfälscht aber voll die Farbe. Das sind Auf wunderschönes dem Lila. sieht Naja, hier aus. oh, ich habe Geld in meiner Hosentasche. 10 Cent. Trinke. Was wollte ich sagen? Ach ja, also, seid nicht so unfreundlich gegenüber anderen YouTube-Leuten. Das weiß nicht, muss nicht sein. Die geben viel auf von sich, wisst ihr, wenn die geben viel Preis. Und so, und dann trifft das oft sehr hart. Ich weiß das ja aus Erfahrung. Oh, ich habe schon böse Kommentare gekriegt. Jetzt letzt wieder. Immer wieder unfreundliche Sachen. Holla die Waldfee. Ich stehe da drüber. Ja, ich gehe jetzt nicht in die Ecke und heul oder ich springe von keiner Brücke. Aber ihr wisst nicht, was das für Leute sind, die da bei YouTube die Videos hochladen. Wer weiß, vielleicht sind das labile Menschen und dann kann sowas ganz schön treffen. Und ihr wollt nicht schuld sein, dass jemand stirbt, oder wollt ihr das? Denkt also das nächste Mal einfach drüber nach, bevor ihr einen Kommentar irgendwo schreibt. Alle Leute jetzt über den Klee loben, muss auch nicht sein. Man kann ja auch Kritik üben, aber dann sachlich. Ja? Also denkt einfach das nächste Mal drüber nach, bevor ihr was schreibt oder sagt. Und seid nett eurem Mitmenschen gegenüber. Das ist voll wichtig. Dankeschön.